Ich habe jetzt mal so einen Halter konstruiert für zwei Linienlaser. Da ich ja beim letzten Projekt bei diesem Blechplattenständer oder bei diesem Blechplattenlager Probleme hatte, den Brennerkopf richtig über dem Material zu positionieren und eben die Löcher dann nicht an den Stellen waren, wo sie eigentlich hin sollten. Also habe ich hier so einen kleinen Halter konstruiert. Da kommen hier diese beiden Linienlaser rein. Hier einfach einen 9-Volt-Block. Da habe ich jetzt ein bisschen Isolierband drum, dass der ein bisschen straffer drin sitzt, weil ich da ein bisschen Luft gelassen habe, weil die sich ja doch ein bisschen unterscheiden immer, diese 9-Volt-Blocks. Die Linienlaser, die halten auch drin, aber auch recht locker. Die werde ich ausrichten, wie ich sie brauche beim Montieren. Und ich werde das Teil noch ein bisschen ändern, bevor ich es hochlade. Da werde ich hier, wo diese Verbindung ist, noch eine kleine Aussparung machen, dass man hier unten einfach einen Kabelbinder dran rummachen kann, der das eben zusammendrückt und in Position hält. Dann der Halter vorne. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Isolierband. Hier vorne kommt dann quasi der Brenner durch. Also, ich habe mir das so vorgestellt, dass es nicht immer montiert ist, sondern dass ich das einfach nur hier hinschiebe, wenn ich es irgendwie mal genau positionieren muss. Einfach hier vorne drüber und dann soll das so halten. Das habe ich jetzt auch ein bisschen locker oder zu locker gemacht. Da habe ich halt Luft gelassen. Aber sobald ich dann die Laser drin habe und den 9-Volt-Block und das ausgerichtet ist, werde ich da einfach außenrum auch einen Kabelbinder machen und den so stark zusammenziehen, dass das Teil hier hält, aber dass man es noch runterziehen kann und bei Bedarf wieder draufstecken kann. Genau. Ich werde jetzt zuerst hier diesen Anschluss für den 9-Volt-Block und die beiden Linienlaser in Reihe schalten, also die Kabel halt kürzen und zusammenlöten, sodass quasi der Plus von dem Anschluss auf den Plus vom ersten Linienlaser geht. Die Masse vom ersten Linienlaser geht dann auf den Plus vom zweiten Linienlaser und die Masse vom zweiten Linienlaser geht dann auf die Masse von dem Anschluss hier. Und bei Bedarf kann man das Ganze dann einfach eben einschalten oder zusammenstecken. So, beim zu groben Hantieren habe ich es jetzt geschafft, dass mir oben die beiden Kabel aus diesem Linienlaser, so wie es hier eigentlich sein sollte, rausgebrochen oder gerissen sind. Aber der ist einmal hier unten geschraubt, da ist die Linse drauf und dann ist er hier auf, in diesem ersten Viertel, Drittel nochmal geschraubt. Und da kann man aufschrauben. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist eben diese Kappe, die hier drauf war. Und da sind diese beiden kleinen Kabelchen abgerissen. Die werde ich jetzt einfach wieder festlöten. Und dann glaube ich, funktioniert das auch wieder. Bei dem einen habe ich jetzt hier auch gleich ein bisschen Isolierband rum. So zwei, drei Lagen. Und jetzt hält der auch wirklich super. Also da braucht man nicht mal einen Kabelbinder. Also ich werde das eigentlich, ich werde das so lassen. Ich werde da nichts mehr ändern. So, ich habe das Ganze jetzt mal zusammengelötet. Also um die Linienlaser habe ich ein bisschen Isolierband, dass die einfach ein bisschen strenger drin sitzen. Ich habe die schon mal grob ausgerichtet, dass sie auf den Mittelpunkt, wenn sie an sind, strahlen. Und genau, jetzt kann man eben hier das Ganze da einschalten. Und dann hier so drüber klippen oder drüber. Ups, hier eben so drüber schieben.
Und mein Plan war jetzt, da ihr das ein bisschen locker sitzt, das hier mit so einem Klett einfach außen drauf zu ziehen, aber der ist zu kurz. Da werde ich mir noch einen längeren besorgen. Ich habe es mit einem Kabelbinder mal getestet. Das zieht es dann schon gerade hin und wackelt auch nicht mehr. Genau. So, ich habe es jetzt einfach nur mal, wie schon gesagt, mit dem Kabelbinder befestigt. Da werde ich mir hier so ein längeres Bandel holen. Und da wackelt auch nichts mehr. Grob habe ich sie schon ausgerichtet. Jetzt, wenn man da mal unten hingeht, sieht man, geht es noch nicht genau durch. Aber da kann man ja dann hier an diesen kleinen Schrauben da oder an diesen, wo man den Fokus eigentlich einstellt, hat man noch ein bisschen Spiel. Da kann man da drehen. Und dann bewegt sich da unten auch der Laser und dann kann man es ja ausrichten, so wie man es braucht oder wo er dann im Endeffekt landet. Genau. Ja, ich denke, es gibt bessere, gibt aber auch bestimmt schlechtere Lösungen. Ich werde das 3D-Druckteil wieder hochladen. Wer Interesse hat, kann sich es ja auch holen. Die Linienlaser werde ich auch verlinken. Und auch diesen, ja, 9-Volt-Block-Anschluss. Ich habe jetzt noch, um das Ganze verstauen zu können, wenn ich es nicht brauche, nochmal hier oben ein bisschen mehr Klebeband drum. Dann kann man einfach den 9-Volt-Block rausziehen und ja, Verkehr drum reinstecken. Dann sind die Kontakte geschützt und der landet einfach jetzt in der Schublade. Und ja, wenn ich irgendwas ausrichten will, wenn ich ihn brauche, Batterie einfach andersrum rein, anstecken und ja, wieder rumklippen oder mit dem Klettkleber und dann eben rummachen.